Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomslay. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge mit mir und dem Silent Hill 2 Remake auf der PS5. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir uns durch das Ke Gefängnis mehr oder weniger durchgekämpft haben und in der Dusche ein weiteres Gewicht gefunden haben. Und das werden wir jetzt mal einsetzen, um eine neue Tür zu öffnen. Also, ich würde sagen, legen wir los. Let's go. So, genau, wir müssen jetzt wieder runter. Ja, lass mal wieder gucken, wo es hier lang ging. Hi. Der hat schon auf mich gewartet. Wo war jetzt der Weg nach unten? Ja, ist natürlich wieder ein bisschen näher, wo ich gespielt habe. Ah ja, sorry übrigens, dass gestern keine Folge kam. Das habe ich leider nicht geschafft. Deswegen geht's heute weiter. Hier ging es, glaube ich, runter. Oder? Ja, geradeaus. Ja. So, ich habe mich auch mal erkundigt. Das Spiel geht noch eine ganze Weile. Also, wir sind noch lange nicht am Ende. Sehr lange noch nicht am Ende. Wie hängst denn du da? Oh, schon einiges erledigt, ha? So, welche Tür hatten wir denn jetzt noch nicht? Wir hatten noch nicht die flügellose Taube und den Eber, glaube ich, noch nicht. Schauen wir jetzt mal. Das ist ein schweres Gewicht auf jeden Fall. Na, gehst du mal dahin? Hallo? Kriegen wir die Taube auf? Das ist zu schwer. Naja. Ernsthaft, das ist auch noch zu schwer. Was ist denn, wenn ich das austausche? Zu schwer. Ah, der Eber vielleicht. Ah. Den Eber hat man, glaube ich, noch nicht, oder? Ne, da war eben ein roter Strich. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Achso, ich sehe gerade, ich bin wieder für die Munition natürlich wieder suboptimal. Ah, war nur eingestellt wegen Sparking Zero. Ah ja. Chillt mal da oben. Oh, ihr Lagerhaus und Krankenstation. Irgendwas ist da drin. Was morgendlicher Rundgang, Vorfall in der Krankenstation. Hat das Medizinpersonal angegriffen und versucht, Medikamente zu stehlen. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrundgang, es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreitet. Ich habe es ja an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrundgang, E-130 hatte einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang, steht gar nichts. Okay. Das Radio eben ist echt nervig gewesen. Hey, da war noch eine Tür. Ah. Wo bist du? Tschüss.
wusste es. Ich wusste es und bin trotzdem reingelaufen. Passiert. Okay. Hier ist auch so ein Foto. Mehr nicht. Mal Munition. Okay. Ein bisschen mehr erwartet. Gehen wir mal weiter. Okay. Ach hier, das sind die, wo die Leute mit ihren Angehörigen reden konnten. Dein Ernst? Dafür hast du das verdient. Ich muss hier raus. Oh, das reicht nicht immer. Ja, der hat ordentlich Schaden gemacht, der Junge. Die Wachen halten uns für, was, Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Okay. Oh, hab ich auch mittlerweile schon 35 Schuss. Ah ja, nie benutzt groß. Kann man ja mal nehmen. Ja, für dich natürlich nicht. Komm her. Oh. Oh, du bist dahinter, okay. Na, wo versteckt sich hier einer? Was zum? Was war das? Gut, bei Speicherpunkt glaube ich nicht, dass hier ein Gegner sein sollte. Können wir ja mal nehmen. So. Unter mir ist eine Treppe, Pausenraum. Ich glaube, wir müssen auch zur Krankenstation wahrscheinlich. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Bleib liegen. Er hat was gegen Fernseher. Es ist aber auch dunkel hier. Ne, kauft du die Wurm jetzt nicht. So, wartet mal kurz, ich guck mal kurz weg, Leute. Ich muss hier nämlich noch was einstellen. Denn das geht ja auch bald los. So, ihr habt nichts gesehen. So, da geht es nicht weiter. Also nach oben zur Krankenstation.
Gut, dass sie nicht groß hören. Hallo. Das Gewehr haben wir auch noch gar nicht benutzt. Können wir auch nehmen. Die so stark. Was haben wir hier? Neue Verhaltensregeln gültig ab sofort. Erstens, die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Zweitens, jeder Versuch der Gefangene, sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortiger disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Drittens, die Gefangenen werden bis auf weiteres an ihre Zellen festgehalten. Aha. Okay. Die wird zu sein, denke ich mal. Ja, deswegen das Fenster durch. Oh, der lebt sogar noch. Lebt er? Also die. Ah, Schlüssel für die Tür. Obergeschoss. Wiederholung des Untersuchungsberichts Schlussfolgerung. Keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß dem Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. An wen? Warum tun wir das? Eine gute Frage. Was haben wir jetzt hier durch, oder? Jo. Da hinten kommt man nicht rein. Ich glaube, wenn die Türen so gezackt sind, heißt das, dass man die überhaupt nicht aufbekommt. Sind die rot gestrichelt, dann gibt es eine Möglichkeit, da reinzukommen. Okay. Zack, das war jetzt geradeaus, ne? Und da, hier rechts ist ja auch noch eine Tür. Naja, wäre eine. Ja, hast du schon gelesen? Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Kann er der Ober... ja, okay. Hat sich ja schon erledigt. Was steht hier? Ernte, was du gesät hast. Was hat er sich jetzt markiert? Ach, oben, das Fragezeichen. Habe ich doch schon. Aber müsste das nicht abgehakt sein? Habe ich oben was vergessen? Ich schaue nochmal nach. Müsste doch eigentlich als Häkchen markiert sein, oder? Wir schauen nochmal nach. Ist hier noch irgendwas? Nö. Dann ist ja alles easy. Bisschen schneller könnte eigentlich auch mal laufen. Wo soll man jetzt? Ach, jetzt sind wir oben links. Okay. Das ist ein Gefängnis, ey. Oh ja, klar. Hier kommen wir jetzt wieder zurück, genau. Oh. Dein Ernst, 4 Schüsse genau daneben geballert.
steht genau vor mir und ich schieß viermal daneben. Ist das schlecht. Noob ist am Start. Wie der auf einen zugestürmt kam, ey. War ja voll eklig. Schreibmaschine. Hier kriecht irgendwas. Git. Hallo? Gut, speichern brauchen wir jetzt nicht. Was bringt mir das hier? Außer Licht. Verzieh dich. Damit die unten Licht haben oder was? Okay. Was haben wir hier? Du nervst, Alter. Lesen. Kranker. Soll ich jetzt krank eingeben? Hä, war das jetzt ein S? Okay. Was hatte ich da jetzt eingegeben? Statt krank? Keine Ahnung. Leichtes Gewicht. Das ist doch jetzt auch das vorletzte Gewicht, oder? Was geht mit der Mucke? Was ist jetzt? Ach, ich hab die Tür ja gar nicht offen. Ah. Komm ich da jetzt überhaupt? Nee, ich muss wieder denselben Weg zurückgehen. Anders geht's ja gar nicht. Weil nur die Ebertür ja offen ist. Hier brauchen wir nicht hin. Also ich hätte mir an James Stelle schon längst in die Hosen geschissen, ja. Das kleinen Arschlöcher. Die werden irgendwie immer aggressiver, oder? Kann das sein? Am Anfang konnte ich noch durchlaufen, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Und mittlerweile greifen sie ja ständig an. So, jetzt müsste die Taube kommen. Als nächstes. Genau, das heißt, wir müssen alles nach links legen, wahrscheinlich. Na, das reicht schon. Jetzt können wir aber nochmal speichern. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann gleich links.
Hä? Ich will sich seit dem letzten Ausfall von Sony ist irgendwas mit denen nicht in Ordnung. Naja, 15 Minuten haben wir noch, dann muss ich nochmal neue Lizenzen herstellen. Es ist manchmal echt komisch. Ach Gott. Ja, natürlich, kein Rückweg. Halt. Okay, jetzt einfach nur eine leere Zelle. Da ist ein Gewicht. Ah, ich wusste es. Irgendwo muss der ja rumstehen. Ist das dunkel hier, ey? Okay. Wie geht's nach oben? Ach, hier sind wir jetzt wieder. Unser Rückweg, okay. Ich hab dich gesehen. Renn doch nicht wieder weg. Ist hinten noch was? Nein. Verarschen kann ich mich selber. Arschloch. Da schieße ich mit der Schrotflinte und krieg Schrotkugeln oder was? Ha. Ah, ich war nicht voll geil. Kleinen, kleinen bösen Gegner. Eigentlich lang. Hier geht's nicht. Ist hier was? Nö. Ah. Was ist denn für ein Geräusch? Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. Na, da ist ja das Gewicht, oder? Ne, daneben. Okay.
Was ist F5? Ja, keine schöne Zelle. Aber hier ist ja auch nichts. Das letzte Gewicht. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du. Du bist immer noch dort, oder? Hallo? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder. Warte mal, F4 waren wir auch noch gar nicht. Das ist hier links. Fliegende Frau. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Brennender Mann. Aha. Okay, warum nicht? Ist das dunkel? Aber kommen wir von da? So, oh. Einfach geradeaus. Da liegen aber mehr als wie ich gekillt habe, oder? Ich wollte aber nicht alle aufstehen, oder? Warum ist auf einmal so hell hier? Ich werde Feuer speichern. So, Zeit haben wir noch. Das muss jetzt wohin? Oder müssen die einfach alle unten hin? Schwertsymbol muss ich erwischen. Moment mal. Kein Objekt. Hey, was muss ich? Ich habe doch jetzt alle Türen erwischt, oder? Oh, Ochse, Schlange. Ja. Hier haben wir alles.
Ja, mal alles. Ja. Muss ich das Schwertsymbol erwischen? Du bist so leicht. Schaffst du gar nicht, das zu erwischen, oder? Das gibt ja gar keinen Sinn. Jetzt. Geigenhebel. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, aber hat funktioniert. Okay. Bitte was? Jetzt muss ich die Tafeln hier richtig zuordnen. Was stehen da? So. Also, ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr. Ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten, die Kinder daneben. Niemand von ihnen kam mit dem Leben. Das hier würde ich sagen. Ich stahl eins andere Brot, brachte sieben Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann, mein Grund, der geht dich gar nichts an. Ha. Ups. Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie. Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschnitt deinen Zaun gekonnt. Habt ihr. Nur mein. Ha! Es war falsch. Also ist ein doofes Rätsel. Mach mal random. Nein. Nein. Hätte ja klappen können. Das ist wirklich ein doofes Rätsel.
Muss ich alles durchlesen und alles. Oh, ist ja nervig. Warte mal, haben die Geigen eigentlich irgendwas? Oh, warte mal. War das jetzt richtig? Scheinbar nicht. Okay. Ich habe keine Karte. Oder habe ich jetzt die Tafel richtig gemacht? Ich habe keine Ahnung, was da jetzt so richtig passiert ist. Absolut nicht. Aber scheinbar geht's weiter. Oder wären vielleicht keine Gegner da gewesen? Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Okay, und nun, ne? Nein, ich würde sagen, das war falsch. So, ich muss jetzt wahrscheinlich das Richtige finden. Ja, können wir mal springen. Das war das Richtige, weil am Anfang stand ja schon was mit einer 2 da. Das weiß ich noch. Oder bin ich hier richtig? Ich habe keine Karte. Wenn alle zu sein. Ja. Ja, genau. Wieder ein Loch zum Reinspringen. Ja, Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Dann springen wir rein. Sieht ja voll aus. Hey, uns nächstes noch immer tiefer. Wir haben auf jeden Fall bald den Mittelpunkt der Erde erreicht. Okay. Wie tief geht das eigentlich noch? Perfektes Timing. Was sehen wir denn jetzt? Aber hey,
Wir können jetzt speichern. Und das war's mit der Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Mit mir, eurem Doomsday, zu einer weiteren Folge Resident Evil Silent Hill 2. Und bis dahin, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.